Im heutigen Tag-Tiki ist Frank zu meinem großen Bedauern schon wieder nicht am Platz. Vielleicht kommt er gleich wieder. Und wir haben den allerbesten, tollsten Kommentar, der jemals unter dem Tag-Tiki gepostet wurde, gleich nach dem Intro. Dum. Da, dum. Das ist Berlin, das ist GigaTech. Ich bin Amir, Tech täglich vom 20.09. Wochenmitte. Das heißt, wir nähern uns dem Wochenende. Eigentlich kontinuierlich seit vorgestern nähern wir uns dem Wochenende. Aber jetzt ist es schon fast greifbar. Und wir haben wahnsinnig spannende Themen heute. Im Tech-Ressort geht es schon los. Fand ich sehr, sehr interessant. Und zwar ist ein Google Home Mini. Ist das geleakt oder ist das offiziell vorgestellt worden? Ist geleakt, glaube ich, ne? Ja, ist geleakt und zwar, man kennt ja von Amazon, es gibt halt Amazon Echo und es gibt Amazon Echo Dot. Und Echo Dot ist die kleinere Variante, also ohne großen Klangkörper, ohne diese Lautsprecher, Musik, also kann er auch, aber klingt natürlich nicht so toll und kostet halt deutlich weniger als ein vollwertiges Amazon Echo. Und Google Home gibt es ja bislang nur als die große Version, also auch nicht so groß ist die, als die Version. Und jetzt ist Google Home Mini geleakt und der soll nur 49 Euro kosten und eben auch so ein kleiner Puck sein. Sieht ganz cool aus, ist auch so mit Stoff bespannt, gibt es in drei Farben, grau, dunkelgrau und Koralle, glaube ich, heißt die andere Farbe. Und ja, ist vielleicht eine Alternative für alle, die jetzt sagen, ich möchte mir jetzt nicht so einen relativ großen Lautsprecher hinstellen, ich möchte auch gar keine Musik darüber hören, ich möchte nur ab und zu mal so Fragen einwerfen, die mir dann von mir aus auch knarzend beantwortet werden. Da für alle die ist Google Home Mini. Wir gehen davon aus, dass der dann auch Anfang Oktober zusammen mit den neuen Pixel-Smartphones vorgestellt wird. Wie das Ding aussieht, also Bilder haben wir schon. Und auch wie Google Home so funktioniert, findet ihr im entsprechenden Artikel unter giga.de/tech. Dann iPhone 8 und iPhone 10. Diesmal sage ich nicht X. iPhone 8 und iPhone 10 sind ja schon kalter Kaffee. Viel interessanter ist, was kann eigentlich die Apple Watch Series 3? Und die haben wir im Apple Ressort getestet. Da ist der vollständige Testbericht zur Apple Watch Series 3 jetzt da. Ich zitiere jetzt nur mal die Überschrift. Höheres Arbeitstempo, mäßiges LTE. Also, ihr werdet in dem Test offensichtlich erfahren, was toll ist an der Apple Watch Series 3 und vielleicht was noch nicht ganz so toll ist. Fazit, ich guck mal, ich lese mal das Fazit, sag euch aber noch nicht. Okay, ja, lest euch den durch. Klingt ganz gut. Ach, jetzt verstehe ich das richtig, gar nicht unser Test. Das ist eine Aggregation von ersten Testberichten. So rum, jetzt habe ich es richtig gesagt. Gut, das also unter giga.de/apple und ebenfalls unter giga.de/apple. Ein ganz spannender Artikel für alle, die ein iPhone kaufen wollen, aber sagen, naja, so ein 8er oder so ein 10er muss jetzt eigentlich gar nicht sein, weil ja doch sehr teuer. Und da wäre die nächstliegende Option ja das iPhone 7. Und das erlebt gerade durch die Vorstellung der neuen Geräte einen relativ deftigen Preisverfall. Und der Sebastian hat euch mal zusammengestellt, A, was das gerade wo kostet und B, warum das eine sehr, sehr gute Investition wäre, sich jetzt ein iPhone 7 zu kaufen, statt gleich auf die neuen Geräte zu springen. Das findet ihr auch unter giga.de/apple. Und abschließend schauen wir dann noch mal ganz kurz ins Android-Ressort. Da passiert natürlich auch was. Und zwar sind da, jetzt passend zum Google Home Mini, auch Preise und Bilder von Pixel 2 bzw. Pixel 2 XL geleakt bzw. aufgeschlagen. Da sehen wir jetzt die Geräte nochmal in tollen Rückansichten hauptsächlich und wissen auch, was die kosten werden. Die werden gar nicht so günstig werden, wobei eigentlich ist das, was man hätte erwarten können. Also ist jetzt kein Riesenschock, diese Preise, Schnäppchen sind das nicht. Also wer jetzt noch sagt, ja, aber Nexus-Geräte waren früher günstiger, das ist auch schon ein paar Jahre her. Also Nexus-Geräte sind inzwischen halt nicht mehr günstiger, sondern vollpreisig. So auch wohl die kommenden Pixel 2-Geräte, die wie gesagt mit dem Google Home Mini, vermuten wir zumindest zusammen, dann Anfang Oktober vorgestellt werden. Das waren die Tech-Themen des heutigen Tages. Und jetzt noch in die Kommentare. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, der tollste Kommentar aller Zeiten heute dabei. Wir fangen aber erst mit einem Kommentar, den ich mal reingenommen habe, weil ich mich freue, dass Leute sich immer noch um mein Wohlbefinden in dieser Hinsicht sorgen. Und zwar hat der, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Ogusan hat gefragt, Amir, hast du immer noch Schienen in deinem Arm und wie hast du dir denn damals den Arm gebrochen oder zerschmettert gehabt? Und dann aber noch eine sehr technische Frage und denkt ihr, es wird ein iPhone 9 rauskommen oder Apple wird mit dem iPhone 11 weitermachen? Frage ich mal hier an unsere Apple-Experten, iPhone 9 als nächstes oder iPhone 11? Ja. Wissen sie nicht. Nee, also müssen wir uns überraschen lassen. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch gar kein iPhone mehr. War vielleicht iPhone 10 das letzte, weil es ist, nee, da guckt Ben mich sehr skeptisch an. Es wird wahrscheinlich schon noch ein iPhone geben. Wissen wir jetzt aber noch nichts drüber. Haben wir auch überhaupt keine Vermutung. So, zu meinem Arm. Schiene nicht. Also ich habe eine Metallplatte, Titaniumplatte und 8 Titannägel drin. Die sind leider immer noch drin. Die hätten eigentlich schon raus sein sollen, aber offensichtlich ist das Knochenwachstum, also die Dichte meines Knochens, ist noch nicht fortgeschritten genug, sodass der Chirurg gesagt hat, nein, das bleibt alles noch ein bisschen drin und ich weiß nicht, wann es rauskommt. Also ich soll
Im November soll ich wieder ins Krankenhaus. Mal schauen. Den Arm habe ich mir gebrochen beim, Achtung, Boulder. Da dachte ich mir mal hier nochmal auf meine alten Tage, mache ich immer noch so Extremsportarten und bin dann leider aus etwa 4 Metern abgestürzt und auf den Arm gefallen. Und dann ist das, wie heißt das, das Radiusköpfchen, also diese Kugel, die da innen gelenkt, die ist in 1000 Teile zersplittert. Und dann haben die das wieder zusammengeklebt und mit Metall und so. Und jetzt ist das halt so. Danke der Nachfrage, Augustin, mir geht es grundsätzlich aber ganz gut. So, dann war hier ein Kommentar, den wollte ich erwähnen, aber jetzt ist Frank leider nicht aufgetaucht. Frank war beim Friseur, das stimmt. Das Tolle an dem Kommentar finde ich, dass hinter dem Frank war beim Friseur ein sehr, sehr laut lachendes Smiley abgebildet ist. Also, das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Entweder hat dem lieben Tobsen Franks neue Frisur nicht gefallen oder er freut sich einfach wahnsinnig, dass Frank beim Friseur war. So oder so, stimmt, Frank war beim Friseur. Und ich würde ihn euch jetzt gerne nochmal präsentieren, aber ich weiß nicht, wo Frank gerade ist. So, und jetzt kommt mein Lieblingskommentar aller Zeiten. Und zwar, gestern hatten Frank und ich uns ein wenig darüber amüsiert, dass in letzter Zeit unter ganz vielen Zuneigungskommentaren, die wir so bekommen, immer der Hashtag NoHomo dahinter steht, was wir so ein bisschen albern finden. Muss man nicht immer NoHomo, was soll denn das heißen? So, und auf jeden Fall hat Hajo Benzin 1 das aufgenommen und hat mir heute den Kommentar geschrieben: Ich bin 31, männlich und hätte sehr gerne Geschlechtsverkehr mit Amir, Hashtag NoHomo. Hajo Benzin 1, mit diesem Kommentar möchte ich dich jetzt gerne durch die Kamera zärtlich küssen. Tschüssi, schönen Feierabend.